Hier auf Schalke ist mal wieder mächtig Druck auf dem Kessel. In den kommenden beiden Spielen gegen Wiesbaden und Magdeburg muss Schalke endlich wieder gewinnen, sonst droht tatsächlich der Absturz in die dritte Liga. Noch gibt's keine Trainerdiskussion. Sportdirektor Marc Wilmots hat Karel Gerrards zuletzt noch den Rücken gestärkt, aber wir kennen alle das Fußballgeschäft. Gehen die beiden nächsten Spiele in die Hose, kann sich das ganz schnell ändern. Ausreden haben die Schalker in der aktuellen Lage nicht mehr, denn personell sieht sehr gut aus. Fast alle Spieler sind fit und sogar Assan Ouedraogo macht Fortschritte. Der 17-Jährige macht wieder Teil des Mannschaftstrainings mit, kann gegen Wiesbaden allerdings noch nicht spielen. Spannend wird, wer gegen Wiesbaden überhaupt im Kader steht, denn Gerrards hat die Qual der Wahl und wird schauen, welche Spieler für diese Drucksituation geeignet sind. Problemkind bleibt Brandon Soppy, der Neuzugang ist nicht fit, trainiert nur individuell und wird laut Marc Wilmots erst zum Spiel gegen St. Pauli Anfang März eine Option sein. Weil Derry Merkin gesperrt fehlt, wird Thomas Overn gegen Wiesbaden ziemlich sicher spielen. Helfen will der Linksverteidiger den Schalkern vor allem mit seinen Standards und seinen Flanken. Und er spielt auch um seine Zukunft, denn sein Vertrag läuft aus und, so hat er es gerade erzählt, noch gibt es keine Gespräche mit Schalke, auch nicht mit anderen Clubs.